1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute. Kurz nach 1 und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben Mittwochnacht. Mittwoch ist eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Also, freie Themenrunde, die ist hiermit eröffnet und ich begrüße herzlich die Wiebke und Wiebke ist 63 Jahre alt. Hallo Wiebke. Ja, hallo Domian. Hallo Wiebke. Du hast mich angerufen, warum? Richtig, es ist Folgendes. Ich bin Transgender, das heißt, ich bin transsexuell. Ja. Bin dieses Jahr operiert worden. Das heißt, ich habe also die geschlechtsangleichende Operation dieses Jahr machen lassen. Du warst vorher ein Mann? Vom Körper her, vom Äußeren? Ja. Daher die Stimme, das hat mich gerade auch ein bisschen irritiert. Ja. Wiebke. Und hast jetzt eine im Alter von 63 ja. diese große Operation ja. Gemacht? Ja. Das ist ja verrückt. Das ist ja Wahnsinn. Wie kommt das? Es ist einfach so, dass ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, wo man über diese ganze Problematik ja nicht reden konnte. Na, überhaupt nicht, ne? Das gibt's ja erst seit 20 Jahren sowas. Höchstens. Dass man drüber reden kann. Ja, ja. Und ich hatte also sehr, sehr starke seelische, Drücke. Ich habe sehr starke Depressionen gehabt. Ja. Und mich hat vor über 4 Jahren meine Angetraute verlassen. Deine Ehefrau von damals? Ja, richtig. Wie lange wart ihr verheiratet? 27 Jahre. 27 Jahre. Ja, wir haben 2 erwachsene Kinder. Ja. Und wie gesagt, und dann ist bei mir der Druck so stark geworden, dass ich gesagt habe, ich muss was tun. Lass mich fragen. Ja. Während dieser langen Ehezeit und auch schon vorher, war dir das innerlich eigentlich klar, dass du im falschen Körper bist? Oder hast du dich einfach nur unwohl gefühlt und wusstest gar nicht, was mit dir los war? Also ich habe sehr häufig, geahnt habe ich das eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich gehöre also zu denjenigen, und da gibt's viele unter uns, die letztlich auch als vorpubertäre Kinder beten, lieber Gott, lass mich ohne Pimmelchen aufwachsen, am nächsten Morgen aufwachen, ja. Das hast du gemacht? Ja, klar. Also da bin ich nicht die Einzige, die solche Gedanken hatte. Und dann hast du es halt wieder weggesteckt und hast es verdrängt. Und so sind die Jahre und Jahrzehnte vergangen? Sind vergangen. Und wie gesagt, wir haben 2 erwachsene Kinder, sind beide verheiratet. Und bei unserem Sohnemann kommt jetzt dann demnächst ein kleines Enkelchen. Was sagen die denn, deine Kinder, zu deiner Wandlung? Meine Tochter, die hat es wohl noch nicht so ganz verarbeitet. Und mein Sohn, der ist der Meinung, zieh's durch, wenn es dir danach ist, dann musst du es machen. Wie sagen die denn jetzt zu dir? Sagen Wiebke, die noch? Wiebke. Ja. Aber die sagen nicht Papa mehr zu dir. Na. Wiebke ist dein Wunschname. Ja, es ist so, dass ich weiß, dass mein Vater mich so genannt hätte, wenn ich ein biologisches Mädchen geworden wäre, und dann wollte ich die Kontinuität dann doch beibehalten. Und wenn es der Wunsch meines Vaters gewesen wäre, und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich eigentlich auch sehr, sehr wohl mit dem Namen. Ich habe mich früher mit meinem alten Namen sowieso nie anfreunden können. Ist wirklich so gewesen. Magst du ihn noch einmal aussprechen, mir sagen? Wie war der Name früher? Henning. Henning, ja. Aber dieser Name, der ist weg. Ja. Den Henning gibt's nicht mehr. Nein. Jetzt gibt es Wiebke. Ja. Und das heißt, mit Anfang 60 hast du so einen fulminanten Schritt in deinem Leben noch getan. Das fand ich enorm, muss ich dir sagen. Habe ich hohen Respekt vor. Weil viele hätten sicherlich in dem Alter gesagt, das ist jetzt mein Schicksal, ich füge mich. Aber einmal dieses Outing nach außen, sich zu zeigen, ich bin eigentlich eine Frau, und dann auch noch die Operation zu machen, das finde ich wahnsinnig. Wie hast du die Operation überstanden? Gut. Die hat 8 Stunden gedauert. Das ist also so eine lange Operation. Und ich bin aufgewacht aus der Narkose und war vollkommen glücklich. Ja.
Ja, wirklich glücklich, weil ich es überstanden hatte, weil ich den Schritt gemacht habe, weil ich es gewagt habe. Und letztlich ist auch, denke ich, meine Mission, dass ich nach außen halt einfach auch Betroffenen versuche klarzumachen, dass bevor man unglücklich wird, wir haben also in unseren Reihen eine relativ hohe Suizidrate. Das heißt, du hast Kontakt mit anderen transsexuellen Menschen? Ja, klar. Wir haben also durchs Internet haben wir sehr viele Kontakte. Das Internet ist toll. Und dafür, das ist eine tolle Sache. Mhm. Und ich bin auch durchs Internet letztlich vor über 4 Jahren eingestiegen, habe mir jemand gesucht, der mich zum ersten Mal dann verkleidet hat, also da, wo ich mich zum ersten Mal dann vor einem großen Spiegel als Frau gesehen habe. Und dann vor 4 Jahren zum ersten Mal. Und dann sind tonnenweise Gestein und Steine abgefallen und ich hatte wirklich das Gefühl, ich schwebe. Wahnsinn. Das heißt, mit 59 hast du dann zum ersten Mal als Frau vorm Spiegel gestanden. Ja. Noch im Körper eines Mannes, aber so halt angezogen wie eine Frau. Ja. Wie ist denn das jetzt? Ich könnte mir vorstellen, also wenn man in dem Alter ist, hat man ja eine feste Struktur um sich herum, von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder ehemaligen Arbeitskollegen und so weiter. Wie reagiert denn dein Umfeld, das jetzt aus Henning Wiebke geworden ist? Positiv. Positiv? Ja. Durchweg positiv. Durchweg positiv. Ich bin, wie ich dann definitiv gewusst habe, was mit mir los ist. Mhm. Ich wohne also jetzt in einer anderen Gegend von dem Landkreis, in dem ich also zu Hause bin. Ja. Bin also umgezogen. Und ich hatte vorher aber meine Nachbarn, mich gegenüber meinen Nachbarn geoutet. Mhm. Und die haben dann gesagt, das ist uns wurscht, wie du heißt, Hauptsache du bleibst uns ein vernünftiger, netter, liebenswerter Nachbar. Tolle Nachbarn. Ja. Mhm. Und ich bin also immer sehr offen damit umgegangen und bin dadurch, ich bin nie angeeckt, ich bin nie angemacht worden, ich bin nie dumm angemacht worden. Das ist ein Glück und es ist sicher nicht normal, nein, nicht die Norm. Nein, ist nicht normal. Ja. Wie ist das? Ich habe gerade so gesagt, ehemalige Arbeitskollegen, ich gehe davon aus, dass du Rentner bist. Ich bin in Rente. Du bist in Rente. Haben denn deine Arbeitskollegen das noch mitbekommen? Zum Teil schon noch, ja. Ja? Zum Teil schon noch. Ich bin, wie gesagt, seit November letzten Jahres krank gewesen, weil das ist eben auch eine sehr starke psychische Belastung. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich wollte ohnehin mit 63, also mit dem 1. April dann in Rente gehen, was ich dann ja auch gemacht habe. Mhm. Und die haben durch die Bank alle positiv reagiert. Ich habe mich, weil ich in einem Wohlfahrtsverband, in einem Kreisverband zweite Vorsitzende bin, in diesem Zirkel dieses Jahr im Februar geoutet, auch mit sehr, sehr positivem Echo. Und du darfst weiter den Vorsitz haben. Toll. Klar. Sag mal, wenn man dann endlich in dem Körper ist, den man sich eigentlich das Leben lang gewünscht hat, hat man oder hast du, konkrete Frage an dich, jetzt auch die Sehnsucht, mit diesem Körper nochmal jemanden auch körperlich zu lieben? Aber ja, doch. Hast du schon Erfahrungen gesammelt? Nein, habe ich nicht. Noch nicht? Nein. Die Sehnsucht ist da? Ja, die ist da. Die Sehnsucht nach einem Mann? Oder ist es jetzt eine lesbische Neigung? Ich denke eher, dass es wohl in die Richtung reingeht, in Richtung lesbisch, ja. Ah, so. Ah, ja. Ja, ja. Also ich sehne mich schon nach einem Du oder wieder nach einem Du. Ja. Weil das ist eigentlich, es gibt schöne Dinge, die man besser zu zweit macht. Na klar. Und nicht alleine, nicht? Weißt du, ich wollte gerade noch fragen, als du von der Operation gesprochen hast, ich stelle mir das für Menschen, die eine solche Operation hinter sich haben, wahnsinnig vor, diesen ersten Moment, wenn man die Verbände unten entfernt und man sieht zum ersten Mal, dass man keinen Penis mehr hat, sondern eine Vagina. Ja. Das war für dich wahrscheinlich auch Wahnsinn, was, oder? Das ist ein wahnsinniges Glücksgefühl. Mhm. Das kann sich ein Außenstehender, der sowas nicht mitgemacht hat, nicht vorstellen. Das ist wirklich ein unglaubliches Glücksgefühl. Endlich bist du angekommen, wo du hingehörst. Endlich bist du zu Hause. Ich habe das ja noch nie gesehen nach einer Operation. Ja. Bist du mit dem Resultat optisch auch zufrieden? Ja. 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 Und so organisch funktioniert alles? Du kannst klar. gut zur Toilette gehen? Und, ja, klar. Ja. Gibt es auch noch ein sexuelles Empfinden? Ist das so operiert, dass du das auch noch hast? Ja, klar. Ja. Also es gibt ja die eine Methode, die bei mir eben auch angewendet worden ist eigentlich von dieser
Ärztin, die das macht, seit 25 Jahren erprobt. Mhm. Und die arbeitet sehr, sehr vorsichtig. Und es werden, ich kann das ja kurz mal sagen, es werden von der Eichel werden also Teile herauspräpariert. Mhm. Und das bildet dann den neuen G-Punkt. Ja. Der ist dann. Und die Nervenstränge sind auch so gut verknüpft, dass das dann auch empfindlich ist, ja, und ja, alles da. Ja. Wiebke, das ist sehr schön, dass du mich angerufen hast. Finde ich eine tolle und auch mutmachende Geschichte für vielleicht andere Menschen, die in deiner Situation sind und noch jünger sind jetzt. Wenn man mit Anfang 60 diesen Schritt noch wagt, ist das wirklich respektabel. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück. Ich wünsche dir eine Liebe, einen Menschen, mit dem du dein neues Leben jetzt wirklich genießen kannst. Danke dir. Alles Gute. Jo, dir auch. Tschüss, Wiebke. 0800 220 5050, meine Telefonnummer hier, wenn ihr mich erreichen wollt. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Gerda. Gerda ist 74. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gerda. Ja. Um was geht's bei dir? Ich habe einen Geist in der Wohnung. Du hast einen Geist in der Wohnung? Ja, einen Geist. Seit dreiviertel Jahr. Das glaubst du gar nicht. Ich bin aus dem Krankenhaus gekommen, da war der im Februar da. Und das ist ein, weißt du, der quietscht und jault in der Wohnung. Und dann siehst du auch meine Couch, ich habe so eine weiche Couch, ja. Die großen Abdrücke von seinen Füßen. Ach. Und da habe ich das so die ganze Zeit so akzeptiert, habe ich gedacht, kannst du nichts dran ändern. Was sind das, und, lass mich unterbrechen, was sind das für Abdrücke? Wie sind das wie Pfötchen oder? Nein, große. Große? Der hat zweierlei Füße. Der eine, da sind so ungefähr vier Finger, 20 Zentimeter lang. Mhm. Und unten sind dann so solche runde Ringe, wo die Füßchen drin sind. Und der andere ist etwas kürzer, ja. Mhm. Und das siehst du, der zertrampelt mir alles hier. Und seit drei Wochen ist der bösartig. Was heißt bösartig? Der sticht mich, wo ich gehe, und das brennt. Ich weiß nicht mehr, in welche Ecke ich kriechen soll. Mhm. Dann habe ich so kleine Arm, ja? Ich muss Sie immer unterbrechen, wenn ich was nicht verstanden habe. Ja? Du sagst, der sticht dich oder verletzt dich. Ja, der verletzt mich jetzt. Ist das auch am Tage so oder nur, wenn du schläfst? Nein, den ganzen Tag. Wo ich gehe und stehe, sticht er mich. Aber du siehst den nicht. Nein, ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur die ganzen Abdrücke auf meiner Couch. Und du spürst dann plötzlich irgendwie einen Schmerz am Arm oder wo auch immer? Ja, Dominant, das brennt. Und am Arm, da tut er nachts mich irgendwie beißen. Da habe ich ganz kleine Zähnchen, Einbisse. Da wird das so blutrot und dann so kleine Einbisse. Mhm. Und unten drunter hier habe ich schon alles feuerrot. Ich weiß schon nicht mehr, ich könnte mich zerkratzen. Hast du Angst? Angst vor diesem, wie du es nennst, Geist. Ja, ich möchte mich hier wieder raus haben. Ich kann es mir nur denken, vor ein paar Wochen, ja. Ich gucke hier von der Tür raus zum Korridor und um die Ecke auf einmal merke ich, geht die Tür langsam auf. Ich denke, na nun, was kommt denn jetzt? Und da hält sich einer hier an der Seite an der Mauer fest. Da habe ich auch gleich meine Couch. Und der guckt da rein, der 20 Jahre schon tot ist, der Schwiegervater. Ich habe gedacht, ich bleibe im Sessel sitzen. So habe ich mich erschrocken. Also du meinst, dieser Geist ist der Schwiegervater? Ja. Jetzt lass mich einige Dinge fragen. Bitte? Lass mich einige Dinge dich fragen. Ja. Du lebst alleine. Ich lebe alleine. Hast du Kinder? Ja, zwei. Wie alt sind die? 45 und 48. Hast du denen davon erzählt? Ja. Haben die diese Abdrücke auch schon gesehen im Zimmer? Die haben die Abdrücke gesehen, ja. Glauben dir deine Kinder? Keine Zeit, sich hier hinzusetzen, und wenn der mal aufheult, der ist ja in alle Räume, da kannst du in alle Räume gucken. Glauben deine Kinder dir, dass da ein Geist in deiner Wohnung ist? Nee, die glauben das nicht ganz. Aber die sehen jetzt, wie ich aussehe. Ja. Nur meine Schwiegertochter glaubt mir das. Die hatten hatten hier so Pfeifen gehört, ja. Mhm. Haben denn, Gerda, haben die Kinder dir denn gesagt, dass du vielleicht zum Arzt gehen sollst oder sowas? Das haben die gesagt.
Aber ich hatte jetzt zwei Messen lesen lassen in der Kirche, in der katholischen Kirche, ja, im Glauben, dass der weggeht, ja. Und da hat mir die Sekretärin gesagt, gehen Sie bloß nicht zum Arzt, das ist der nächste Weg, die nebenan, Sie sind dann reif für die Klapsmühle. Das hat die Sekretärin in der Kirche gesagt? Ja. Das heißt, du hättest... Ich komme nicht zum Arzt, mein Arzt ist so. Ja, der würde direkt sagen, hier, sind nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ja. Und da hast du Angst vor und deshalb möchtest du erst gar nicht zum Arzt gehen, weil du nicht abgestempelt werden möchtest. Nein, ich bin vollkommen normal. Ich bin wirklich nicht. Ich meine, wenn ich irgendwie... Also pass auf, Gerda, ich muss dir sagen, dass du das so erlebst, das glaube ich dir. So, das ist schon mal wichtig. Ja. Aber wir wollen ja eine Lösung finden. Das heißt, du fühlst dich ja dadurch belästigt und dein Leben ist dadurch ja nicht gerade schön durch diese Empfindung. Nein, und ich habe mich ja sonst so wohl gefühlt und alles und mit 74 und jetzt auf einmal so ein Theater hier, dass mich der anfällt. Also das war ja jetzt das Letzte. Hast du mit dem Pfarrer denn auch schon darüber gesprochen? Nein, ich kann da nicht. Bei uns wird jetzt die Kirche, kommt der Weihbischof am 31. Und der Pfarrer ist nur unterwegs. Und da habe ich gestern angerufen und da hat die gesagt, ich könnte wahrscheinlich am Sonnabend mit ihm sprechen. Ah ja. Das, mit dem spreche ich, das mache ich. So, das wäre nämlich jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Wenn du so eine Angst hast, am Arzt zu gehen, weil der dich als bekloppt dann darstellt, hat das ja auch gar keinen Sinn, erstmal dahin zu gehen. So. Ich möchte mich ja nicht in dem Klapsen wieder einweisen lassen, wo ich normal bin. Nicht? Ja, so. Deswegen finde ich den Weg, über den Pastor zu gehen, finde ich gut. Ja. Und du sagst, dass du am Samstag, also diese Woche Samstag, mit ihm sprechen wirst können. Ja, das hat sie mir versprochen. Ich will es hoffen. Ja. Ja. Ich könnte dir ein Angebot machen. Ja. Wir könnten ja mit dem Pastor schon mal vorher sprechen. Damit das auch klappt am Samstag. Ja. Das könnte man ja machen. Ja. Dann würde ich nämlich vorschlagen, das müssen wir jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit verhandeln. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, bitte. Und dann können wir das ja mal so aus. Dann sagst du. Telefonnummer alles hier. Ja, wunderbar. Und dann können wir ja von beiden Seiten gemeinsam dann versuchen, mit dem Pastor zu sprechen. Mit dem Ziel, dir zu helfen. Ja. Ne? Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass du das nicht mehr so erlebst. Ja, also das wäre mein größtes Weihnachtsgeschenk, das brauche ich nicht. Ja? Ja, Dominant, das war schön von dir. Ja, gerne. Ich hatte viel Hoffnung auf dich. Deshalb habe ich dich auch angerufen. Ich habe gedacht, das ist deine einzige Rettung. Das ist bestimmt ein Mann, der dir glaubt und ich meine, du bist verrückt. Nicht? Okay, Gerda. Also das ist doch ein ganz guter Plan, ne, den wir jetzt ausgeheckt haben. Ja, gut. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und dann könnt ihr das mit dem Pastor besprechen und du kannst uns die Telefonnummer geben und wir telefonieren dann mit ihm auch schon mal, dass du dann in Ruhe mit ihm sprechen kannst demnächst. Ja, ja? Er kennt mich aber nicht, ne? Das ist ja egal. Ist egal, ja, das werden wir schon hinkriegen. Ja. Also vielen, vielen Dank. Liebe Gerda, ich hoffe sehr, dass es gut wird und dass du wieder deine Ruhe haben wirst. Ja, danke schön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das war Gerda und jetzt geht es weiter mit der Nadine. Und Nadine ist 20 Jahre alt. Hallo, Nadine. Hallo? Hallo. Ja. Ja, hallo Jürgen. Da bist du. Ja. Du warst ja ganz versunken. Ja, auf einmal warst du so leise. Nadine, um was geht's denn? Ja, wir hatten vor ein paar Monaten schon mal telefoniert. Hatten wir? Da ging es darum, dass ich verlobt bin, oder war besser gesagt, und dass ich mich in meine beste Freundin verliebt habe. Ja, ich erinnere mich. Ja, gut, alles klar, dann brauche ich auch nicht weiter darauf eingehen. Wir können ja immer noch kurz für die Leute, die sich nicht daran erinnern können, also du warst damals in einer Beziehung. Ja. Ne, so war es. Und du hast dich in deine beste Freundin verliebt. Richtig. Und warst mit den Gefühlen ziemlich durcheinander. Und ich glaube, ich habe dir gesagt, red mit beiden. Ganz genau. So war es, ne? Ganz genau. Was ist heute der Stand der Dinge? Ja, ich habe damals auch mit meinem Freund zuerst geredet. Und also bin auch nicht zu meiner besten Freundin gegangen und habe ihr von meinen Gefühlen erzählt, sondern bin erst zu ihm gegangen. Und er war erst überhaupt nicht davon angetan, aber irgendwie habe ich wohl doch dadurch auch sein Interesse geweckt, denn
dann kam er irgendwie 2-3 Wochen später, kam er nochmal an und meinte, ob ich das in Ernst meinen würde und sowas alles. Mhm. Ja, und dann haben wir darüber nochmal gesprochen. Und dann bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, endlich mal meiner besten Freundin davon was zu erzählen. Mhm. Ja, und sie hat eigentlich auch sehr positiv reagiert. Sie war nicht abgeschreckt? Eigentlich nicht, nein. Hat sie denn gesagt, dass sie sowas erwidert, also so eine Art von Gefühl? Sie hat gesagt, da ist schon was, aber richtig Beziehung könnte sie sich nicht vorstellen. Sie wollte halt ein paar, ja, mit einer Frau mal was ausprobieren, denke ich mal, heute. Mhm. Ja, und ja, aber gar nicht angetan war sie davon halt mit meinem Freund zusammen auch. Also sie wollte es überhaupt nicht, wenn dann mit mir alleine. Ach so. Ja, so, dann hat sich das aber doch mal ergeben, dass wir zu dritt zusammengekommen sind. Und Sex hatte zu dritt? Ja, ja. Sagst du zögernd. Also ihr seid zu dritt zusammengekommen? Ich meine, zusammengekommen seid ihr ja schon öfters sicher vorher, wenn das deine beste Freundin ist. Ja, klar, nein, aber dann waren wir wirklich mal zu dritt und ganz alleine. Wir waren bei ihr und haben gesprochen und rumgeschickert und keine Ahnung, ein bisschen Alkohol war im Spiel, aber nicht jetzt irgendwie Übermaße oder so, sondern ein bisschen nur. Ja, und dann kam es dann halt an dem Abend auch zum ersten Mal, aber das war jetzt nicht direkt Sex, sondern einfach nur so Annäherung, sag ich jetzt mal. Schmusen. Richtig, aber zu dritt halt. Dreier-Schmusen. Genau. Aber noch mit Kleidung. Nicht ganz. Genau. Okay. Ja, wie soll ich sagen, das hat sich dann eigentlich, war das regelmäßig. Mhm. Und das war damals auch genau das, was ich wollte. Mhm. So, und wir hatten dann auch, ja, nicht direkt öffentlich, aber unsere Freunde wussten davon, dass wir so eine Art Dreiecksbeziehung haben. So, damals, ich meine, gut, ist noch nicht so lange her, aber ich habe eine Menge nachgedacht in der Zeit und damals dachte ich, dass das nur so eine Phase wäre, dass das dann seinen Lauf wieder nimmt, dass ich wieder mit meinem Freund zusammen bin und ja. Ach so, du warst da nicht weiter noch interessiert, das zu vertiefen mit deiner Freundin. Du warst da schon... Das hat dir schon gereicht gehabt, oder wie verstehe ich das? Im damaligen Standpunkt dachte ich, ich bin richtig verliebt. Ah ja. Ja. Aber dann mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist doch nicht so meine Welt, also habe ich es nur bei dem Sex dann gelassen. Also aber es gab schon dann auch irgendwann mal richtigen Sex zu dritt? Ja. Mit allem drum und dran? Ja, auch zu dritt, aber auch nur zu zweit und eine Person hat dann zugeguckt, wie auch immer. So, und wie ist der Stand der Dinge heute? Heute ist es so, dass, ich rufe eigentlich an, ich wollte eigentlich letzte Woche schon mit dir sprechen zu dem Thema, jemand zwingt mich, aber da bin ich leider nicht durchgekommen, weil, zwingen ist das jetzt nicht mehr, sondern jemand hat mich gezwungen und das war mein Freund und er hat die Sache wohl ein bisschen belustigt gesehen, also weiß ich nicht, wie er das gesehen hat, auf jeden Fall hat er komische Ambitionen dann an sich entdeckt oder er hatte komische Neigung. Also für mich in meinen Augen. Inwiefern? Zu was hat er dich gezwungen? Natursektspielchen, Kaviarspielchen und sowas. Wie zu zweit oder zu dritt? Nee, nicht ich mit ihm, sondern ich mit meiner besten Freundin. Ach so, und er sollte er hat zugeguckt. Richtig. Also er hat dich dazu gezwungen, auf deine Freundin zu urinieren. Ja, richtig. Und auch auf deine Freundin? Das andere auch? Richtig, ja. Und das habt ihr mitgemacht? Er hat gesagt, dass er sich sonst von mir trennen würde. Und deine Freundin hat das mitgemacht? Warum? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch irgendwelche Neigungen da oder so. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Für mich ist das ein Bereich, da habe ich den absoluten Ekel. Da könnte ich nur kotzen. Richtig. Ist es bei dir auch so? Ja. Aber da musst du doch einen Zorn gehabt, eine Abneigung und da war doch jegliche Erotik. Das war nicht nur Zorn, das war nicht nur Ekel, das war, weiß ich nicht, das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht gegen seinen Willen macht. Ich meine, es gibt Menschen, die das gerne machen, das heißt, das gibt es, ja. Egal, ja. Aber ich muss jetzt da nochmal ein Detail fragen. Er hat dich dazu gezwungen, auf deine Freundin zu koten, auf ihren Bauch, auf ihre Brust oder was? Domian, wenn ich dir das jetzt erzähle, dann lachst du bestimmt, weil das hört sich für eine Person, die das nicht mitgekriegt hat, lustig an. Also ich musste mich von ihrer Vagina, sag ich mal, drüberbeugen, also was heißt drüberbeugen, hinsetzen in den Hocke und dann... Okay, wir wollen es gar nicht zu im Detail, wir ahnen es schon. Ja. So, wie lange ging das? Circa, also das mit den Neigungen... 2 Monate ungefähr.
und das aber in regelmäßigen Abständen. Und du hast das immer wieder mitgemacht, weil du doch an ihm hingst und du wolltest ihn nicht verlieren. Ich hing nicht an ihm, ich hänge immer noch an ihm, wirklich. Aber du hast jetzt Schluss gemacht? Oder warum ist es jetzt zu Ende? Er hat Schluss gemacht. Ja. Warum hat er Schluss gemacht? Ja, weil er meinte, jetzt auf sie stehen zu müssen. Und er ist jetzt mit der zusammen? Das weiß ich nicht, weil ich habe keinen Kontakt mehr. Allerdings, also zu ihr habe ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Und ihm ist klar, ich laufe da sowas von hinterher. Ich habe mich schon sowas von erniedrigt vor ihm. Wirklich, man kann sich gar nicht weiter erniedrigen. Das finde ich auch, nach dem, was du gerade erzählt hast. Das finde ich auch, Nadine. Verdammt nochmal. Und dann musst du dir das aus dem Kopf hinaushauen, dass du den, dass das Liebe ist. Das ist höchstens eine Form von Abhängigkeit, aber das ist keine Liebe. Nee, das ist nicht abhängig. Nein, wirklich, Jürgen, das ist Liebe. Und ich bin so fertig ohne den, weil wir wollten... Wie kannst du denn einen Menschen lieben, der so etwas mit dir gemacht hat, der dich zu so Sachen gezwungen hat? Nee, ich weiß es nicht. Der wusste doch, dass dir das absolut abgrundtief widerlich ist. Natürlich wusste der das und das hat er auch jedes Mal mitgekriegt. So. Also das allein ist schon so ein Hammer, finde ich, dass es gar keine Diskussion mehr gibt. Alles das, was du vielleicht an dem mal geliebt hast, was ihr an schönen Dingen vorher erlebt habt, ist meines Erachtens dadurch kaputt. Ja, schon, ist schon kaputt, hast du schon recht, aber ich weiß nicht, trotzdem ist da noch die Liebe. Ich meine, es mag sich irgendwie makaber anhören, aber wir hatten eine Zukunft zusammen vor und wir wollten, ach, weiß ich nicht. Ja, aber das sind Träume. Das sind Träume. Er hat ja sein wahres Gesicht jetzt offensichtlich in dieser seltsamen Situation gezeigt. Ja, aber das kam auch von ihm aus so. Weißt du, was ich denke? Ich denke mir, vielleicht wollte er nur ausprobieren. Aber gut, wenn er nur ausprobieren wollte, warum hat er das so aufgemacht? Und wie alt ist er nochmal? Das habe ich vergessen. 21. 21. Ich wundere mich aber auch nochmal über die Rolle deiner Freundin, dass die das mitgab. Eigentlich hättet ihr beiden Mädels doch sagen können, hier, pass mal auf. Und tschüss. Und das wäre es gewesen. Aber Jürgen, vielleicht mochte sie das auch, weil darüber habe ich mir auch ganz viele Gedanken gemacht. Vielleicht. Ja, gut, das ist ein Mutmaß, was mit ihr los ist. Mittlerweile weiß ich, dass sie sich auch hinter meinem Rücken getroffen haben. Aber, weiß ich, da kam auch SMS mal von ihm, hat er mir geschickt irgendwie, du wolltest es doch so und du warst doch... Sag mal, bei den ersten Malen, hast du dich denn da sehr gesträubt? Gab es da Streit, dass er dann... Streit gab es nicht vor ihr. Also Streit gab es entweder, also er kam ja... damit an, wir waren mitten dabei, sag ich jetzt mal, also beim Kuscheln und so. Und dann sagt er, was haltet ihr denn mal von dies und diesen? Keine Ahnung. Und ich vermute, dass er vorher schon bei ihr war und ihr davon erzählt hat, weil sie war wirklich überhaupt nicht überrascht und überhaupt nicht abgeneigt. Und du hast dich überrumpelt gefühlt? Ja, natürlich. Ja. Aber ja, natürlich. Hast dann in der allerersten Situation dich nicht gewehrt? Du hast gesagt, nee, das mache ich nicht. Was heißt gewehrt? Ganz ehrlich, Jürgen, wenn man in so einer Situation ist, dann denkt man sich, boah, was passiert denn jetzt hier mit mir? So, weißt du, ich meine so, ich weiß es nicht. Hat er dir denn da gedroht in der Situation, wenn du das nicht machst, dann verlasse ich dich? In der Situation selber nicht, nein. Hinterher dann? Hinterher, ja. Weil ich gesagt habe, das, was heute Abend passiert ist, möchte ich nie wieder erleben. Du hast den zentralen Satz gerade gesagt, ich habe mich schon so sehr erniedrigt. Und das hast du wirklich, finde ich. Ja. Dass du daraus jetzt definitiv lernen musst, Nadine. Vergiss diesen Typ. Du kannst auch ohne ihn. Wenn der sowas schon mit dir gemacht hat, der hat ja null Respekt, null Achtung vor dir. Der pfeift ja auf dich. Der hat ja ganz egomäßig sein Ding durchgezogen. Das musst du dir einfach völlig vor die Augen halten. Immer und immer wieder. Wenn auch die Sehnsuchtsgefühle hochkommen, halte dir das andere dagegen. Denke nicht an die schönen Sachen, sondern denke an die schlimmen Sachen. Nur so funktioniert es. Das ist der alte Trick. Ja, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß der Schmerz ist, so ohne ihn. Und ja, das musst du aushalten. Das weiß ich nicht. Du sagst das so leicht. Ja, ich muss es so leicht sagen. Ich sage das auch so salopp, um dich auch etwas zu provozieren. Aber es ist wirklich so. Was bleibt dir anderes übrig? Du kannst natürlich für dich traurig sein und kannst heulen für dich, aber du darfst es ihm nicht zeigen und du darfst nicht zu ihm zurückgehen. Ja, wenn es nur bei dem Heulen bleiben würde, so weiß ich nicht. Ich komme nicht mehr klar ohne den, ehrlich nicht. Ist es doch eine Form von Abhängigkeit, aber von eklatanter Abhängigkeit. Irgendwie weiß ich nicht. Pass auf, Nadine, ich möchte mal meine Anja dazu ziehen, meine Psychologin. Ja. Einverstanden? Ja, okay. Du kennst das Prozedere, ne? Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Interessant fände ich auf jeden Fall ihre Meinung auch nochmal und vielleicht kann sie dir auch noch ein paar Psychotricks nennen, wie du noch besser dagegen angehen kannst. Ja, gut. Ja, wollen wir es so machen?
Alles klar. Dann wünsche ich alles Gute, alles Liebe und du legst auf, wir rufen zurück. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Haut. Ich möchte mit euch sprechen rund um das Thema Haut. Stichwort Krankheiten, Stichwort Erotik, vielleicht Stichwort Unfälle. Wer hat zu diesem Thema eine besondere Erinnerung, eine besondere Geschichte? Vielleicht steckt ihr ja sogar zur Zeit oder seid gerade betroffen von einer schweren Hauterkrankung. Vielleicht ist eure Haut durch einen Unfall mal verbrannt worden, transplantiert worden. Vielleicht leidet ihr unter einer Hautkrebserkrankung und habt auch vielleicht es geschafft, da rauszukommen und könnt uns davon erzählen. Vielleicht ist die Haut für euch aber auch ein ganz besonderer, sensibler Großbereich in Sachen Erotik und Sexualität. Also morgen heißt das Thema Haut. Wie immer könnt ihr mailen, euch anmelden oder morgen während der Sendung anrufen oder gerne auch schon eine Stunde vor der Sendung. So, und jetzt bin ich verbunden mit Monika. Und Monika ist 54. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Monika, um was geht's denn? Ja, ich habe ein Problem. Habe eine 14-jährige Tochter, ist meine Jüngste, die Jüngste von 6 Kindern. Oh. Ja, die anderen sind alle schon außer Haus. Da hast du aber früh angefangen, ne? Wenn ich mal gerade mal so schnell rechne. Ja, ganz genau. Aber es war schön. Es war schön und alles ist gut gelaufen. Ja, ich habe sehr tolle Kinder, nur mit der Jüngsten jetzt Probleme. Vor 2 Jahren lernte meine Tochter ein 16-jähriges Mädchen auf der Gesamtschule kennen. Vor 2 Jahren, da war sie 12. Ganz genau. Und da war die schon 16. Ja, das war mir gar nicht recht. Und ich habe jetzt nicht... Hallo? Ich bekomme jetzt nichts mit, was du gesagt hast. Aber jetzt im Moment hörst du mich, ne? Ja. Ja, dann ist es auch okay. Ich hatte eigentlich auch nichts gesagt. Erzähl mal. Also das Mädchen war 16, das passte mir eigentlich nicht, weil der Altersunterschied, denke ich mal, zu groß war. Ja. Das Mädchen ganz andere Interessen hatte. Ja. Und dann stellte sich raus, dass dieses Mädchen lesbisch ist, wo ich gar nichts dagegen habe. Nur sie hat meine Tochter ziemlich, sag ich mal, in ziemlich viele Dinge reingezogen. Alkohol, Ritzen, Selbstmordgedanken. Also so. Deine junge Tochter, die zu der Zeit Kind war? Ja, die eigentlich ein sehr liebes Kind war. Ja. Die auf einmal von heute auf morgen erwachsen, sag ich mal, war, die gar kein Kind mehr war. Wie lange hat das denn gedauert, bis du gemerkt hast, da läuft aber wirklich richtig was schief? Ob es wirklich zu ganz dollen sexuellen Handlungen lief, kann ich gar nicht sagen. Aber wann warst du alarmiert? Nach ein paar Monaten oder einem Jahr? Ich habe eigentlich schon nach ein paar Wochen gemerkt, ich habe manchmal immer so eine Vorahnung, dass da was nicht stimmt. Ja, ja. Habe auch immer meiner Tochter gedacht, lass die Finger von dem Mädchen. Ja. Habe dieses Mädchen selber angesprochen, habe sie zu Hause eingeladen zu mir, habe mit ihr sehr ruhig gesprochen. Ja. Es brachte gar nichts. Dieses Mädchen zog meine Tochter immer mehr auf ihre Seite. Die hat dann auch immer gelogen. Andere Schulfreundinnen kamen, haben Katrin abgeholt, meine Tochter. Und dann, dass die beiden sich treffen konnten. Meine Tochter hat zum Alkohol gegriffen, Entschuldigung. Und so. Heute ist es so weit, dass sie wahrscheinlich auch kifft, wie es aussieht. Also es gibt diesen Kontakt immer noch, zu der jetzt schon dann 18. Die ist jetzt 18, zwischendurch immer. Es sind immer Phasen, wo ich das dann mitkriege. Ich kenne die Reaktion meiner Tochter. Wie hat denn deine Tochter bockig, wenn du sagst? Sehr bockig. Ja. Wenn sie Kontakt mit dem Mädchen hat und ich merke das irgendwie so ziemlich schnell, reagiert sie sehr, sehr aggressiv. Vielleicht hast du, ich meine, das ist jetzt das Kind ist im Boden gefallen. Vielleicht hattest du am Anfang viel radikaler, da war sie noch viel jünger. Ich habe versucht, sie ist abgehauen. Sie hat sich mit dem Mädchen versteckt und ich habe gesucht und alles. Ich habe sehr schlimm reagiert. Es brachte nichts. Sie ist so in dem Bann von diesem Mädchen. Ja. Es sind dann auch noch mehr in dieser Clique, alle, die von diesem Mädchen, sag ich mal, abhängig sind. Hast du, kennst du die Eltern von diesem Mädchen? Ich habe mit der Mutter versucht zu sprechen, aber das bringt nichts. Diese Mutter kümmert sich, denke ich mal, nicht so richtig, wenn sie abwesend ist, stellt sie dem Mädchen noch Bier hin, dass sie ja ruhig ist und solche Sachen. Wie schlimm. Hast du denn mit der Schule gesprochen? Ich habe mit der Schule, mit der Therapeutin, die haben eine Therapeutin in der Schule, sehr oft Kontakt gehabt.
Meine Tochter hat auch mittlerweile, also dieses Mädchen ist ja von der Schule jetzt runter. Ja, aber in der Schule ist dieses Mädchen bekannt. Ja, ja. Auch dafür, auch für dieses Ritzen und alles und für diese Selbstmordgedanken auch. Ja. Und was sagt die Therapeutin in der Schule? Ich soll vorsichtig sein und soll auf meine Tochter aufpassen. Ja gut, das wusstest du vorher auch. Ja, nein, aber ich auch mit den Lehrern. Ich habe immer einen sehr guten Kontakt und wir haben immer versucht, dass sie meine Tochter im Auge behalten, dass sie nicht mit diesem Mädchen Kontakt hat. Mhm. Aber das Mädchen ist überall. Also im Klartext, die Therapeutin in der Schule hat ja auch keinen richtig handfesten Tipp geben können. Nein, sie konnte nicht viel machen. Mhm. Was in der Freizeit dann auch passiert, das... Ist klar, ne? Ist klar. Mhm. So, jetzt stehst du da mit irgendwie mit gebundenen Händen. Ja. Deine Tochter ist jetzt schon 14 Jahre alt. Meine Tochter drehte durch gestern. Du kannst sie nicht einsperren im Keller? Sie drehte durch, was hat sie gemacht? Sie hat hier die Wohnung zum Teil verwüstet, weil ich ihr verboten habe, diesen Kontakt immer wieder und immer wieder. Mhm. Ich kriege Morddrohungen von ihr. Sie hat mir bitterböse Briefe gestern geschrieben. Morddrohungen von deiner Tochter? Ja, von meiner 14-jährigen Tochter. Mhm. Ich habe die Polizei hinzuziehen müssen, hatte vorher aber meine beste Freundin angerufen zur Hilfe, weil ich mir keinen Rat mehr weiß. Mhm. Die Polizisten mussten sie mit Handschellen fesseln. Mhm. Sie hat sich gegen diese Polizisten so gewehrt und immer wieder Morddrohungen gegen mich, gegen die Polizisten, so, dass sie gestern Nachmittag in die Psychiatrie wieder zum dritten Mal in die Psychiatrie rein musste. Und ist sie noch da? Ja, sie soll nach dem Arzt her eventuell Montag wieder entlassen werden. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Ich kann sie im Moment, ich liebe meine Tochter über alles, ich kann sie aber im Moment nicht hier aufnehmen, weil ich mit den Nerven am Ende bin. Ich habe, es hört sich dumm an, Angst vor meiner Tochter. Ich verstehe. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie aus der Psychiatrie zurückkommt, dass sie noch aufgeladener ist als vorher, oder? So sehe ich das. Ich war Montag beim Jugendamt, habe um Hilfe gebettelt, gehen sie erstmal nach Hause, fragen ihren Ex-Mann, weil ich jetzt Sorgerecht alleine habe, ob er sie nimmt, er will das aber nicht. Das heißt, du hast, ich höre schon, du hast schon sehr viel gemacht. Da ist ich habe sehr viel. Ich war auch immer wieder beim Jugendamt, selbst mit Katrin, also mit der Tochter. Und ja, sagt das Jugendamt denn, ja, lassen Sie es so laufen, außer dem Rat geben Sie es dem Vater? Ich musste ja mehr Freiheiten lassen mit 14. Sagte, ich sollte bis 10 Uhr raus. Das sagt das Jugendamt, obwohl du das auch alles so erzählt hast, was du mir erzählt hast. Das, was ich Ihnen jetzt oder dir erzähle, habe ich dem Jugendamt alles vorgetragen. Ich habe hier öfters auch Polizeieinsätze, weil sie durchdreht. Ich glaube, das ist ein wirkliches Dilemma, in dem du da steckst. Ja. Weil du kannst sie ja nicht wegsperren lassen. Ich kann sie nicht einsperren, wegsperren. Gut wäre natürlich wahrscheinlich eine lange, intensive therapeutische Betreuung. Ja, ganz genau. Möglichst in einer guten Klinik oder so. Aber du kannst sie ja nicht da wie ins Gefängnis einsparen lassen. Nein, und darum, ich war heute nochmal beim Jugendamt und habe versucht, dass sie irgendwo, das hat die Klinik auch gesagt, eine Unterbringung in eine Wohngruppe, eine therapeutische Wohngruppe. Das Jugendamt hat abgelehnt, hat gesagt, wer soll das bezahlen? Ich sollte mal bei mir die Fehler suchen und ich mache auch Fehler, klar, welche Mutter macht die nicht? Aber das ist wieder so ein klassisches Beispiel. Alle Leute reden im Moment davon, dass Familien unterstützt werden sollen und es wird nichts gemacht, dass Kinder unterstützt werden sollen. Und das ist jetzt so ein Fall, wo du bist ja guten Willens und ich höre ja auch, dass du dein Kind liebst. Aber du bist hilflos im Moment. Ich bin so hilflos. Eigentlich müsste das Jugendamt sagen, okay, wir kümmern uns jetzt um das Kind. Wir setzen die ganze Sache auf eine vernünftige Schiene und sie sind erstmal entlastet. Nein, das machen die nicht. Ich muss sie im Prinzip Montag wieder aufnehmen, was ich einfach nicht kann, seelisch und kräftemäßig. Aber was sagen die denn, wenn du sagst, ich kann es nicht? Was passiert? Ich muss es, ich bin Mutter und sie sind nicht für mein Kind zuständig. Ich sage, sie müssen auch mal an mich denken. Ich sag, wenn ich jetzt... Das heißt, wenn du aber jetzt zum Arzt gehen würdest, zum Psychiater gehen würdest, und das würde attestiert, dass du nicht in der Lage bist im Moment, was wäre denn dann? Dann müssen sie es doch machen. Das interessiert sie nicht. Ich habe nur gefragt, was passiert, wenn ich dann irgendwann in der Ecke liege und meine Tochter schlägt so zu, weil ich es nicht von zu Hause gewohnt bin. Sagen wir mal, meine Tochter schlägt mich jetzt. Ich schlage nicht zurück, ich kann mir keinen Ringkampf mit meiner Tochter leisten. Ja. Das ist für mich asozial auf tiefster Stelle. Ist deine Tochter körperlich dir schon überlegen? Nein, aber sie ist ganz schön kräftig, nur ich bin
leicht gehbehindert. Ich hatte einen Unfall und so. Mhm. Und schaffe das nicht mehr. Ich könnte auch nicht vor ihr weglaufen, muss ich dabei sagen. Ne? Und ich bin auch ganz hilflos. Ja, ich habe mich dann heute, weil ich nicht mehr weiter wusste, an meinen Rechtsanwalt gewandt, dass ich ihn gebeten habe, dass er mit dem Jugendamt Kontakt aufnimmt und die Lage erklärt, dass ich das einfach nicht kann, dass irgendwas passieren muss. Hast du schon eine Reaktion von ihm? Nein, morgen früh ruft er beim Jugendamt an. So, ich mache jetzt mal einen Aufruf oder ich frage mal wieder mal meine Zuschauer. Ich weiß es nicht. Der Fall, ich erahne, in welcher Sackgasse du sitzt. Und deine Hilflosigkeit und letztendlich willst du das Beste, aber du weißt nicht, wie du es machen sollst. Genau. Wenn, ich bin sicher, dass es einige Leute gibt, die jetzt zuschauen und zuhören, die so etwas kennen, eine solche Situation, die vielleicht eine Idee haben. Bitte, bitte mailt uns sehr schnell, weil die Monika Hilfe braucht. Ich brauche dringend. Mailt uns bitte domain@wdr.de, Stichwort Monika. Und wenn da interessante Sachen kommen, werden wir die ganz schnell an dich weiterreichen. Das wäre jetzt mein Angebot, was ich dir machen kann, Monika. Ich merke ja, dass du alles schon selbst in Bewegung gesetzt hast. Ich habe wirklich alles versucht. Ja. Dieses ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Dieses passiert sicher dutzend und hundertfach in Deutschland immer wieder. Und man wundert sich nicht, wenn dann eben die jungen Leute auf die schiefe Bahn kommen, wenn von Seiten der Behörden auch so ein Fall gar nicht wahrgenommen wird und das zurückdelegiert wird an die Mutter und die Mutter weiß nicht mehr weiter. Oder es endet irgendwann, dass die Mutter vielleicht schwer verletzt in der Ecke liegt. Mhm. Oder so. So, wir machen es so, liebe Monika. Also wenn jemand uns mailt, in deinem Fall und einen guten Ratschlag habt, wir werden uns sofort mit dir in Verbindung setzen und in der Hoffnung, dass etwas Gutes kommt. Könnte ich mit der Therapeutin noch... Ja, das wollte ich so auch noch vorschlagen, dass du auch noch ein paar Worte mit der Anja sprichst. Ja. Dann legst du bitte auf, Monika, und ich drücke einfach die Daumen, dass wir weiterkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich und schönen Abend wünsche ich dir noch. Dankeschön, Monika. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Lisa. Lisa ist wie alt? 23. Ich bin 23. Hallo, Lisa. Hallo. Hallo. Also, bei mir geht es um meinen Freund oder noch Ex-Freund, ich weiß es nicht genau. Wie alt ist er denn? Er ist auch 23. Mhm. Und also wir führen eine Fernbeziehung. Wir sehen uns nur am Wochenende. Wie lange schon? Das ist jetzt ungefähr seit einem Jahr. Ja. Wie weit ist denn die Entfernung? Also vorher war er in München, jetzt ist er in Hamburg. Und wo bist du? Also es sind ungefähr 500 Kilometer. 500? Ja. Ja, das ist schon ganz schön weit. Ja, genau. Und also jetzt ist es so gewesen, dass seitdem die Fernbeziehung angefangen hat, es eigentlich nur noch bergab ging, weil ich damit ein großes Problem hatte und ich immer Angst hatte, dass daran die Beziehung kaputt geht. Achso, die Beziehung bestand vorher auch schon? Ja, 8 Monate ungefähr. 8 Monate. Also ich kenne ihn auch schon ganz lange und wir sind aber erst spät zusammengekommen und Ja, und jetzt ist aktuell ist es so, dass wir uns letztes Wochenende ganz doll gestritten haben. Und als er weggefahren ist, haben wir uns praktisch im Streit getrennt sozusagen. Und ich wollte ihn nochmal anrufen und er ist aber auch nicht ans Handy gegangen. Was ist denn der aktuelle Anlass gewesen des Streites? Also wir hatten schon ganz viele am Wochenende gestritten und irgendwie sind auch die Gemüter übergekocht. Und der letzte Streit war eine mega Kleinigkeit. Eigentlich hatte ich mir nur gewünscht, dass wir uns ein bisschen liebevoller verabschieden. Aber er ist auch nicht so der Typ dafür. Ja, und da hat er das direkt als Vorwurf empfunden, weil, wie gesagt, die Gemüter eh schon so angespannt waren. Ja, und das war eigentlich so der letzte Streit. Ja, und wie gesagt, dann ist er auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Und dann habe ich erst am nächsten Tag mit ihm gesprochen. Also er hat mir abends noch eine SMS geschrieben, dass er angekommen ist. Ja. Und dass er sich am nächsten Tag meldet. Ja. Und dann habe ich eben im ICQ gesehen. Kennst du bestimmt. Und dann habe ich, als ich wollte unbedingt was loswerden, weil ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, weil es noch nie passiert, dass er nicht ans Telefon gegangen ist. Also er hat mich ja gesehen, aber ist nicht dran gegangen. Und ich habe ihm halt gesagt, dass das Wochenende zwar blöd gelaufen ist, beziehungsweise scheiße gelaufen ist, aber... Das hast du ihm gechattet? Ja, richtig. Aber dass ich halt möchte, dass er das dabei nicht in Vergessenheit gerät, dass eben es in letzter Zeit besser gelaufen ist und wir auch sehr viele schöne Momente erlebt haben, die wir halt so länger nicht mehr erlebt haben. Ja, und dann sagt er zwar, ja, das stimmt schon, aber ob denn die schönen Dinge wirklich die schlechten Dinge aufwiegen und dass er sich jetzt die Woche Zeit nehmen möchte, um nachzudenken, wie das mit uns beiden weitergehen soll. Alles, wie gesagt, über Chat. Erstmal über Chat, richtig. Dann haben wir auch kurz aufgehört, weil er wieder zur Uni musste.
Und wir haben abends nochmal telefoniert, ganz kurz nur. Und ich hatte in der Zwischenzeit ihm eine E-Mail geschrieben, die er dann gelesen hat, während wir am Telefon waren. Aber dazu hat er gar nichts gesagt. Verstanden da drin? Ja, also im Grunde eigentlich meine ganzen Gefühle. Ach so, also nicht, ja, nicht ein neuer Vorschlag oder so? Ja, eigentlich im Grunde ihn nochmal daran erinnert, dass es jetzt wirklich bergauf ging und den Weg, den wir jetzt gemeinsam neu eingeschlagen haben, dass den eben nicht jetzt abgebrochen werden sollte, aus meiner Sicht. Aber er ist skeptisch. Er ist skeptisch. Er ist reserviert. Richtig, also er hat gar nichts dazu gesagt. Du liebst ihn sehr. Ja. Sehr. Mhm. Und wie oft habt ihr euch denn im Laufe dieses Jahres immer so gesehen? Also wir haben uns im Grunde jedes Wochenende gesehen. Jedes Wochenende? Da habt ihr aber heftig Kilometer hingebrettert. Ja, ja, er ist immer gekommen. Also es waren nur ganz wenige Wochenende, die er nicht gekommen ist. Also das ist ja eigentlich schon mal viel. Wenn man eine Fernbeziehung führt und dann jedes Wochenende sich sieht, ist das ja schon toll eigentlich. Ja, ich weiß. Ich nehme das eigentlich auch als Liebesbeweis, dass er jedes Mal dann diese Strecke auf sich kommt. Das heißt, er ist immer zu dir gekommen? Ja. Aber jetzt ist irgendwie... Seit wann merkst du denn, dass das irgendwie emotional bei ihm kühler wird? Also vor 2 Monaten ungefähr hatten wir schon mal die Situation, in der wir darüber gesprochen haben, ob wir uns jetzt trennen sollen oder nicht. Nicht, weil wir uns nicht lieben, sondern einfach, weil wir immer wieder aneinander geraten. Also ich muss dazu sagen, er ist auch ein sehr an sich ein Mensch, der Emotionen nicht so freien Lauf lassen kann. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Woche über telefoniert haben, dann war das immer so ein Informationsaustausch, habe ich das immer empfunden. Warum seid ihr aneinander geraten? Jetzt am Wochenende? Nee, damals, als ihr schon überlegt hattet, euch zu trennen. Ja, wir sind immer wieder aneinander geraten, eben weil er seine Gefühle nicht zeigen kann. Er hat mir zum Beispiel am Telefon nie gesagt, dass er mich liebt. Er hat mir nie gesagt, dass er mich vermisst. Wenn ich ihm abends SMS geschrieben habe, dann hat er mir nicht darauf geantwortet, weil er sagt, das muss ich nicht erwarten. Ich hatte das Bedürfnis, ihm was zu sagen. Mhm. Das ist auch okay so, aber ich muss nicht erwarten, dass er mir antwortet. Also fast schon der Klassiker, wie sehr viele Männer so drauf sind. Richtig. Dass sie einfach nicht sagen, was mit ihnen los ist. Richtig. Also wenn wir uns am Wochenende gesehen haben, zum Beispiel, er hat von sich aus nie Händchen gehalten, das habe ich angesprochen. Also im Grunde, ich finde, habe es immer empfunden, dass wir nicht als Paar aufgetreten sind. Und er sagt das halt doch, weil ich habe dich ja mitgenommen, ich wollte dich dabei haben. Also wir haben halt sehr unterschiedliche Ansichten. Hältst du es für möglich, dass da eine andere Frau im Spiel Nein. ist? Definitiv nicht. Nein, das weiß ich, das ist nichts, nein. Aber du hältst es für möglich, dass seine Liebe zu dir am Erkalten ist, wenn man es mal so ausdrücken will. Ja, ja. Das ist schon schlimm, ne? Wenn man das so... Also, und du weißt letztendlich gar nicht so, warum? Ja, doch, weil wir uns halt immer wieder deswegen streiten. Weil ihr euch immer wieder streitet. Und also, im Moment macht er zu, er sagt, er redet nicht viel. Ja, also er wollte gar nicht darüber reden am Montag, hat gesagt, er möchte sich Zeit nehmen die Woche und sich dann Donnerstag, Freitag bei mir melden. Weißt du, was ich glaube, was das Beste ist, was du tun kannst? Wirklich dem im Moment etwas Luft zu geben. Ja, also ich habe mich auch nicht mehr gemeldet am Montag. Natürlich wirst du bei dem wahrscheinlich immer auf dieses Problem stoßen, dass der den Mund nicht aufmacht. Ja. Und du weißt nicht, woran du bist. Und das ist natürlich letztendlich immer nervig für einen anderen Partner und auch immer irgendwie ein bisschen demütigend. Ja, genau. Also weil du zeigst ja deine Gefühle und dein Herz und er, bei ihm muss man interpretieren, ne? Richtig. Und auch wenn er sich kalt verhält, dann denkt man, vielleicht meint das ja nicht so. Und genau, und ich war immer unsicher. Und auf die Dauer ist das zermürbend, sage ich dir. Wenn er das nicht kapiert, ist das, glaube ich, kein gutes Omen für den weiteren Fortbestand der Beziehung. Hört sich auch nicht so gut an, muss ich dir sagen. Ich muss jetzt zum Beispiel dazu sagen, als wir uns letzte Woche Donnerstag gesehen haben, da hat er mir zum Beispiel noch was Kleines mitgebracht. Also deswegen weiß ich, dass eigentlich, dass ihm noch was an mir liegt. Ja, aber ich würde das nicht so hochhängen. Man nimmt gern mal irgendeine Kleinigkeit mit. Nein, das war schon gezielt, weil er weiß, dass es mir gefällt. Und Also nicht in der Tankstelle irgendwas gekauft. Nein, das war so ein Schaf, ohne dich ist alles doof und ich sammle diese Sachen. Lisa, das ist guter Rat schwer. Ich würde wirklich erstmal sagen, du hast es ja intuitiv schon richtig gemacht. Halt dich erstmal ein bisschen zurück. Also eigentlich wollte ich ihm eine SMS schreiben, dass ich das total blöd finde, weil er meine Schmerzgrenze kennt. Es ist für mich eigentlich fast unerträglich. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen. Also das sind diese blöden Sprüche, das ist in der Tat so. Wann seht ihr euch jetzt wieder? Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob er Donnerstagabend diesmal schon losfährt oder erst am Freitag. Er sollte sich Freitag bei mir melden. Ich würde auf jeden Fall dem jetzt keine SMS mehr schicken. Nein, das denke ich mal. Wenn, dann sag es ihm. Dann sag es ihm und er muss auch wirklich zwingen den dazu, dass der Klartext redet, was mit seinen Gefühlen los ist.
Ja, also und, wenn er mich jetzt anruft, möchte ich auch direkt am Telefon wissen, was los ist, ob er noch mit mir zusammen sein möchte oder nicht. Ja, der soll das sagen. Und der soll das wirklich knallhart sagen, ob er dich noch liebt, ob er dich nicht liebt. Aber wie viel er noch in die Waagschale werfen will, ob er es nicht in die Waagschale Also ich glaube, es ist nicht die Frage, ob er mich liebt oder nicht, sondern eher die Frage, ob jetzt einfach die Liebe noch groß genug ist und so, das gut. Ja gut, nennen wir es so, ja. Ja, geh so vor, Lisa. So würde ich dir raten. Mehr kann man gar nicht sagen. Also, ich weiß jetzt nicht genau. Ich hatte eigentlich vor, am liebsten würde ich ihn gar nicht mehr sehen, wenn er sich gegen mich entscheidet. Auch nicht mehr was von ihm hören. Also, ich hatte eigentlich vor, ihm seine Sachen zu bringen und wenn er dann ankommt, dass er die Sachen sieht und ihm einen Zettel hinterlassen. Ja. Wenn er sich vorher schon gegen dich entscheiden sollte, du meinst am Telefon zum Beispiel? Nee, also im Grunde, ich glaube, er sich erst meldet, wenn er hier ist. Das heißt, er wird zuerst nach Hause gehen und dann eben die Sachen vorfinden. Und aber du musst ja schon mal erstmal mit ihm reden. Ja, aber eigentlich wenn er sich gegen mich entscheidet, möchte ich gar nicht mehr mit ihm reden. Ja, aber wie willst du es denn erfahren, dass er sich gegen dich entscheidet? Ich würde ihm dann einen Zettel hinterlassen, dass er sich nicht mehr melden will. Wie willst du es denn erfahren von ihm? Ja, von ihm möchte ich es dann gar nicht hören. Ja, das ist ja nur albern. Du musst erstmal wissen, woran du bist. Deswegen, du musst erstmal nochmal ein Gespräch mit ihm führen. So, und dann finde ich es auch gut, wenn du einen radikalen Schnitt machst. Aber das ist jetzt zu theatralisch. Du musst mit ihm reden. Und du bist ja in einer guten Position. Und dann kannst du sagen, pass mal auf, wenn es so nicht geht, dann mache ich Schluss und tschüss. Und dann gehst du. Dann gehst du mit erhobenem Haupt. Und nicht jetzt wieder irgendwie so komische Aktionen da, dass du es vermutest und so weiter. Weißt du? Red mit ihm noch einmal. Und dann zieh Konsequenzen. Aber knallhart. Ja, also ich empfinde die Situation eben genau andersherum, dass es eigentlich jetzt alles in seinen Händen liegt. Weil, also ich weiß, dass ich mit ihm zusammen sein möchte. Mhm. Und ich weiß auch, ich habe auch ein gutes Gefühl dabei, dass wir das schaffen können. Ja gut, aber dieses muss ja noch einmal geklärt werden in einem Gespräch, finde ich. Definitiv. Es ist ja noch alles ein bisschen in der Schwebe. Ja, richtig. Ne? So, jetzt haben wir lange genug geredet, Lisa. Ich wünsche dir gutes Gelingen und zieh es durch, so wie besprochen. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Yvonne ist hier. Yvonne ist 28. Guten Morgen. Hallo Yvonne. Hallöchen. Guten Morgen. Ja, liebe Yvonne, um was geht's? Ja, es geht darum, ich überlege, die Stadt zu wechseln. Das hat folgenden Grund. Ich bin letztes Jahr mit einem Mann zusammen gewesen. Der ist relativ aggressiv auch geworden mit der Zeit und wollte dann meine Tochter schlagen. Ich bin dazwischen gegangen und es ist eskaliert. Richtig, ich war auch im Krankenhaus. Und das heißt, er ist sehr gewalttätig geworden gegen dich? Ja, ich war 2 Tage im Krankenhaus mit Thoraxprellung, Bauchtrauma, 43 Hämatomen, Prellung an Brust, Hals und Lendenwirbelsäule und Handgelenk angebrochen. Ja, das hat er in Anwesenheit. Blaues Auge, aufgeplatzte Lippe. Das hat er in Anwesenheit deiner Tochter gemacht? Ja. Wie alt ist dein Kind? Sie ist damals 3,5 gewesen. Mhm. Ja. Das war vor einem Jahr. Ja, und der ist auch verurteilt worden im letzten Jahr. Mhm. Und ich bin extra noch bevor dem Gerichtstermin bin ich extra noch umgezogen, damit er nicht zu mir kommen kann, weil er sagte, werde ich verurteilt, fackel ich die Kinder vor deinen Augen ab. Du dran. Hast du mehrere Kinder? Ja, ich habe noch einen 3-jährigen Sohn. Ja. Meine Tochter ist jetzt wird jetzt 6. Mhm. Und ja, das ist alles etwas schwierig, weil durchs Einwohnermeldeamt, ich musste meine Auskunftssperre erneuern. Also es kann niemand erfahren, wo ich wohne, es sei denn, es sind Behörden oder mit meiner Erlaubnis. Mhm. Das ist so eine Schutzregelung, die der Staat da hat. Also Moment, damit es klar ist. Du bist, nachdem er verurteilt wurde, hast du schon deinen ehemaligen Wohnsitz gewechselt. Fluchtartig. Das trifft, glaube ich, besser. Und wohnst jetzt ganz woanders? Ja, ich bin innerhalb der gleichen Stadt umgezogen. Ach so. Und jetzt? Ja. Und jetzt wohnt er bei mir 200 Meter entfernt und direkt neben dem Kindergarten. Ist er denn, war er im Gefängnis? Nee, der hat ja nur Bewährung bekommen. 8 Monate als Erststrafe. Hat er denn 8 Monate Bewährung bekommen, 100 Sozialstunden, 1400 Euro Schmerzensgeld und 3 Jahre Bewährung. Hast du den denn seitdem auch nochmal gesehen, zufällig? Ja, vor 2 Monaten ungefähr. Und dann ist er mir hinterhergelaufen. Ja. Und machte dann so wie so einen Schnitt mit dem Finger am Hals und lacht und hat mich doof angelacht. So, und jetzt hast du gerade unser Gespräch jetzt auf... und jetzt komme ich auf den Punkt, wie das jetzt alles kommt. Und zwar habe ich mein Portemonnaie verloren und musste einen neuen Ausweis beantragen. Bin also zum Einwohnermeldeamt. Und die sagten mir dann mit der Auskunftssperre so und so, haben die dann im Computer geguckt und sagten mir, oh, der wohnt jetzt da.
Ja, und dann habe ich so einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Moment, du hast deinen Ausweis verloren. Genau, musst du einen neuen beantragen. Genau, und die sagen, dann daraufhin sagen die dir im Einwohnermeldeamt, wo er wohnt, verstehe ich nicht. Ja, die haben mir gesagt, wegen der Auskunftssperre. Bei der ersten muss man ja alle 6 Monate, muss man die ja erneuern. Ja. Und da stand drin der Name von ihm, Herr, können die mir sagen, wo der wohnt? So, und das hat sie mir dann auch gesagt, nachdem ich dann gemerkt habe, dass das nur eine Straße auf 2 weiter ist und direkt neben dem Kindergarten liegt, habe ich natürlich Panik bekommen. Dann bin ich zu der Leiterin vom Einwohnermeldeamt, die hat dann auch irgendwie direkt ein Frauenhaus angerufen, die ist auch Chefin beim Gericht, hat mit dem Richter gesprochen, weil das ja alles auch genehmigt werden muss. Und die wollten mich sofort in ein Frauenhaus einweisen. Jetzt habe ich ja das Jugendamt, was mir irgendwelchen Schutz da zur Verfügung stellen will. Ja. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt wollte ich einfach mal mit dir sprechen. Ja. Du gibst immer super Ratschläge. Soll ich in eine andere Stadt ziehen oder soll ich innerhalb von Krefeld immer wieder umziehen? Ich werde langsam, ich drehe mich auf der Straße. Seitdem ich weiß das erst seit einer Woche. Ich gehe mit den Kindern nicht mehr raus. Also ich bin nur noch zu Hause. Ja, es handelt sich ja offensichtlich, wie du es gerade erzählt hast, um eine wirklich sehr gewalttätige Person. Ja, sehr und vor allem die unberechenbar. Auch unberechenbar und auch noch so eine Gestik da gemacht hat, wie du sie gerade beschrieben hast, mit dem Fingerschnippen oder Schneiden. Ja, in dem Hals entlang, so wie schneidet ihr die Kehle durch. Wäre das denn für dich sehr kompliziert, in eine andere Stadt zu gehen, wegen, ich weiß nicht, welche Verpflichtungen du in deiner Stadt hast? Ja, meine Kinder, Oma, Opa. Ja, meine Freunde. Also das ist ja immer, es ist hier auch wieder ein klassischer Fall. Hier muss das Opfer fliehen und der Täter läuft frei rum und der darf da leben, wo er leben möchte. Es ist eigentlich ein Unding. Ja. Letztendlich würde ich dir aufgrund der Fakten, die du mir gesagt hast, aus Vorsicht auch den Kindern gegenüber, würde ich den Wohnort wechseln, ja. Ja, ich würde ihn wechseln. Ja, ich habe mir auch schon Wohnungen angeguckt. Also was heißt angeguckt, aber schon mal rausgesucht. Es ist traurig genug, dass es so sein muss, aber um dich und die Kinder zu schützen und seinen Racheaktionen aus dem Weg zu gehen, fände ich das, glaube ich, richtig. Ja, ich bin auch schon oft von ein paar Italienern jetzt auf der Straße angesprochen worden, die den kennen, der ist auch Italiener und ich bin Deutsche und die haben auch gesagt, wenn der dich in die Finger kriegt, hast du nichts mehr zu lachen und was weiß ich. Also, obwohl der Richter extra zu dem noch gesagt hat im Gerichtssaal und hört er, dass sie die wollen bedrohen. Ob zweite oder über dem dritten Weg, sitzt er schneller im Knast, als er gucken kann. Aber die können ja auch nichts machen, wenn ich keinen Zeugen dafür habe. Ist klar. Also das ist jetzt so meine Schnellmeinung, sage ich mal, Yvonne. Die Sendung ist nämlich gleich rum, aber ich glaube, das war so eine intuitive Meinung. Dabei würde ich auch bleiben, wenn wir uns noch ausgiebiger unterhalten würden. Ja. Würde auch gern dennoch auch nochmal eine Meinung aus meinem Hintergrund dazu ziehen. Ja. Das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Aber das stimmt schon so mit meinem Impuls überein. Ja. Fluchtinstinkt, den man ja irgendwie dann doch noch besitzt. Ja, denke ich dann auch. Liebe Yvonne, alles Gute. Ich drück die Daumen.